Und nein, außerdem ist mir tatsächlich egal und die Größe von da unten ist mir auch wurscht. Moment, wenn also jemand kommt. Moment, wenn einer jemand kommt und sagt, ja, wobei eigentlich ist dir egal, du machst es ja nicht, weil du dein, also weil es ist ja ein Job sozusagen. Aber warte, wenn jemand kommt und hat 10 Zentimeter, Ja. dann ist es egal. Ich habe auch schon mit gedreht, die noch nicht mal 10 hatten. Okay. Also, Und? es soll ja, es, also ich bin ja wie gesagt im Amateurbereich. Das ist wahrscheinlich jetzt auch ein anderer Bereich als diese Studioaufnahmen, wo dann wirklich jeder so groß ist und größer. Im Amateurbereich sollte es ja auch einfach so sein, dass jeder da mitmachen kann. Und ich sag's mal so: Der Durchschnittsmensch, der ein Porno guckt, hat vielleicht jetzt auch nicht den allergrößten. Und wenn die sich dann einen Film angucken, nur mit so riesigen Dingern und sich dann denken, ja, toll, da komme ich eh nicht ran. Man muss da auch ein bisschen mit der Psyche des Mannes arbeiten. Ne? Also wenn du auch mal den kleineren nimmst und den kleineren und der vielleicht der nicht so gut aussieht und der ein bisschen mehr auf den Hüften hat oder wie auch immer, dann ist man auch ein bisschen nahbarer. Und ich, wieso sollte ich die ausschließen? Wofür? Ja, nee, deswegen, ich wollte gerade eben sagen, im Endeffekt kann es dir ja egal sein, weil ich hatte jetzt im Hinterkopf natürlich, dass du auch deinen Spaß hast. Jetzt wäre meine nächste Frage: Kannst du mit Männern, die einen kleinen haben, auch genauso gut Spaß haben wie mit Normalgröße, was auch immer das sein mag? Fangen wir direkt damit an. Da muss ich so Wenn wir schon, weit wenn wir schon beim Thema sind, dann. Nee, ich frage, nee, guck mal, ich frage das deswegen, weil ich auch ab und zu mal so Fragen bekomme, die mir privat geschickt werden von Männern, die halt sagen, ja, hier, mein Ding ist zu klein, was auch immer das heißt. Also sagen wir mal so unter 10 Zentimeter oder 10 Zentimeter. Ich glaube, ich habe mal gehört, dass ein Mann mindestens oder 12 ungefähr braucht, um eine Frau zu befriedigen, irgendwie sowas. Ist egal, ist auch egal. Die Fragen sind so, ja, was soll ich machen? Und jetzt ist meine Frage. Ja, okay. Ich will da ein bisschen weiter auf. Jetzt kommt wieder der typische Spruch, es kommt nicht auf die Länge an, sondern auf die Technik. Ne? Leute, dieser Spruch stimmt. Es kommt wirklich darauf an. Es stimmt halt einfach. Darf ich dazu einen kleinen Schwank aus meinem Ja, Leben erzählen? hau raus. Das Okay, gibt also. den Männern Hoffnung. Ich gebe euch Hoffnung. Na, eigentlich das, was ich sagen würde, ist ein sehr hoffnungsloser Fall. Ne? Ich weiß, dass irgendwann auch die Frage mit dem Bodycount meinerseits kommen wird. Leute, ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe keine Liste gemacht. Es waren ein paar mehr. Ja, keine Ahnung. 50, 60, 70. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer. Wenn ich die jetzt auch noch beruflich mitzähle, ich hab wirklich keinen Plan. Ist ja auch egal. Aber von all diesen Männern, Spiros, ich will, dass du jetzt ratest. Wie viele von diesen Männern haben mich zum Kommen gebracht? Was schätzt du? Von den 500, mit denen du schon geschlafen hast, meinst du? 5.000, ja genau, 5.000. 5000! Was sammelt, ja, was sammelt? Würdest du sagen, es sind schon Nein, also über es 1000? ist noch ein zweistelliger Bereich. Wie gesagt, ich habe Zweistelliger Bereich, nur. ja, ein hoher zweistelliger Bereich. Ich bin mir ehrlich gesagt, wie gesagt, nicht tausendprozentig sicher. Ich habe mal versucht durchzuzählen, aber ich bin immer wieder durcheinander gekommen. Ja, kenne ich, Aber aber. Das ist anders. kennst du ja, oder? Ja, ich kenne es vom Hören sagen. So, ein Freund hat mir da mal was erzählt. Ja, warte mal kurz. Okay, echt zweistellig. Okay, ich hätte jetzt gedacht, locker, so mit dreistellig, so Nee, vier, ich glaube, fünfer. also es war über 50, würde ich jetzt schon sagen. Unter 100, glaube ich, ist es noch, aber kann auch Da mal solche. bist du ja von der Pornodarstellung noch Jungfrau, würde ich sagen. Das, Ja, ich bin Jungfrau, das siehst du. okay, aber kommen wir nochmal zum Thema zurück. Wie viele dich zum, sagen wir mal 100, okay? Sagen wir mal 100, Okay, wir einfach. sagen 100, genau, das ist eine super Zahl. Genau, da kann man prozentual auch ein bisschen besser. Ich würde sagen, okay, wenn du schon so fragst, 30. Was? Witzig. So viel? Hast ja echt Hoffnung in die Männer. Ja, ich habe sie Das ist doch aufgegeben. nicht viel. Das wäre jetzt für mich wenig, wenn du sagen würdest, 30%. Naja, 30% heißt ja, dass 70 davon dich nicht zum Kommen gebracht haben. Ich weiß schon, was diese Prozentzahl bedeutet. Okay, ich Ja. sag's dir einfach. Wie es aussieht, bist du sehr, sehr weit davon entfernt. Also, Echt es waren jetzt? zwei. Es waren Wie zwei Männer. viel? Zwei Männer. Wa Zwei. warte, warte kurz. Also, du sagst, warte kurz. Moment. Zwei Männer von ungefähr 100? Ist doch egal. Also, okay, also sogar zwei, also okay, die Zahl stimmt. Also, zwei Männer von zig Männern, mit denen du schon geschlafen hast, haben mich zum Kommen gebracht. Ja.
Okay, Sekunde. Bist du eine Frau, die leicht zum Orgasmus kommt oder schwer zum Orgasmus kommt? Ich bin eine Frau, wie die meisten anderen auch, die vaginal nicht kommen können. Die wenigsten Frauen können vaginal kommen. Schreibt es euch hinter die Löffel, bitte. Sofort schreibt es euch auf. Die wenigsten können vaginal kommen. Das wissen aber die Männer nicht. Deswegen muss das jeder Mann einmal hören, damit sie es glauben. Okay, hilf uns weiter. Was bedeutet das? Okay, ich sag's euch. Okay, vaginal kommen ist, wenn, das ist jetzt das Loch, das ist die Penetration. Wenn eine Frau, ich habe da mal einen Sexualtherapeuten gefragt, wenn eine Frau vaginal kommt, dann ist es theoretisch auch nur durch eine Penetration durch die, wie heißt's? Klitoris. Klitoris-Schenkel. Mhm. Wenn hier oben, also wir nehmen das jetzt als Klitoris, hier oben ist die Klitoris an meinen Fingernägeln, hier oben. Und das sind die Klitoris-Schenkel, die gehen runter an der, am Eingang vorbei. Und durch diese Penetration, durch die Schenkel, ist, kann eine Frau vaginal kommen. Das ist eigentlich auch ein klitoraler Orgasmus. Mhm. Die wenigsten Frauen kommen aber dadurch, durch diese Penetration, weil sie hier viel zu viel Gewebe haben. Und die Penetration kommt nicht an. Das heißt, man muss die Klitoris penetrieren dafür, dass die Frau auch kommt. Mhm. Sofern man sie zum Kommen bringen will und kein Arschloch im Bett sein möchte. Wir gehen mal davon aus, dass wir auch Gentlemen sind und uns auch um das Wohl der Dame kümmern möchten. Ich habe die Statistik gerade genannt. Ja, gut. Ich weiß ja nicht, was für Männer du kennenlernst. Das war alles natürlich die falsche. Ja, Entschuldigung. Ich kann deswegen habe ich ja gefragt, ob es vielleicht an dir liegt, weil du sagst, ich meine oft, es kann ja auch sein, dass es vielleicht eine Kopfsache ist und du sagst, ich kann mich schwer fallen lassen oder... Okay, das heißt also... Moment, ich will nicht auf die Frauen schieben, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die wirklich alle Frauen, mit denen ich mich unterhalte, ich glaube, ich nehme jetzt ein oder zwei Frauen raus, aber das interessiert mich echt oft und ich frage auch viele Frauen, wie es bei denen so ist und die geben mir alle recht. Geben mir alle recht. Okay, das heißt, der Mann muss dann mit Finger und Zunge ran? Richtig. Oh, okay, Sekunde. Und diese... Die Männer mit die anderen 98, ja, sagen wir mal, 98%. Okay, ja. Waren das jetzt Männer, mit denen du One-Night-Stands hattest oder waren auch Männer dabei, mit denen du öfter Sex hattest? Ich wünschte, ich könnte das sagen, dass es nur One-Night-Stands waren, aber nein. Es okay. Waren auch Männer dabei, mit denen ich regelmäßig geschlafen habe. Okay, aber der Mann merkt doch, dass du ja nicht kommst, gehe ich mal davon aus. Oder bist du so eine, die das faked? Nee. Aber warum sollte ich das faken, damit er sich besser fühlt, oder was? Auf gar keinen Fall faken. Okay, ja gut, sehr gut. Finde ich auch gut. Also ich muss ja immer den Kopf schütteln, wenn Frauen sagen, wir faken das. Und ich frage mich dann immer so, wer fällt drauf rein, aber... Nee, da bin ich auch voll bei dir. Ich möchte nicht, dass Frauen das faken, weil wenn Frauen das weiterhin faken, dann lernen die Männer nichts daraus, dass sie das nicht richtig machen. Okay. Dann wäre jetzt die Frage, fragen die nicht so irgendwie, spätestens nachdem du, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Mal mit denen geschlafen oder die mit dir geschlafen haben? Halt einfach so totgeschwiegen, ne? Okay, sagst du nicht was dazu? Also ich bin auch ehrlich, ich sage jetzt nicht so, ja okay, du hast mich jetzt nicht zum Kommen gebracht, das ist ganz schön scheiße jetzt. Ich meine, es ist schwieriger, Frauen zum Kommen zu bringen, als Männer zum Kommen zu bringen, so finde ich das zumindest. Ja, absolut. Deswegen will man die auch nicht unter Druck setzen. Also wirklich, also sie wissen, dass sie mich nicht zum Kommen gebracht haben, aber so wirklich ansprechen dann wirklich nur, wenn man sich wirklich besser kennt, so von wegen hier, benutzt doch mal dieses Toy hier währenddessen, wäre vielleicht hilfreich. Oder ich benutze einfach selbst dann einfach. Das geht ja auch. Ja, oder dass du ihm sagst, währenddessen mach doch mal so, nimm doch mal, das machst du aber nicht. Ich bin auch so ein bisschen Lustkiller. Siehst du, also würdest du zustimmen, wenn ich sagen würde, dass Frauen wollen keinen Mann, wollen nicht dem Mann im Bett zeigen, wie er eine Frau befriedigen soll? Nein, das würde ich nicht so sagen. Man soll auf jeden Fall darüber reden, was einem gefällt und was einem nicht gefällt. Und wenn der jede Frau kennt, ich weiß nicht, wie viele Frauen hier zugucken, aber jede Frau kennt, wenn er da unten zum Beispiel leckt oder so und wir uns die ganze Zeit denken, ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts, das sagen wir natürlich nicht. Wir bewegen uns dann halt so ein bisschen mit. Weißt du, was ich meine? Ja, aber es kann ja sein, dass es nicht versteht, dass es vielleicht irgendwie nicht versteht oder dass du denkst, okay, mach doch mal mehr so und. Nee, das soll jetzt ja auch nicht in ein Aufgabenprotokoll übergehen. Wenn ich nicht komme beim Akt, ja, dann ist halt so, ne, dann mache ich es mir danach weiter selber oder ich sag zu ihm, komm, ich bin noch nicht fertig, mach du mir fertig. Ich weiß, wie ich meine.
Ja, ja, ich verstehe. Aber ich bin auf jeden Fall pro offene Kommunikation. Das können die Frauen noch nicht so ganz. Ich weiß, da scheitert es auch oft. Die Frauen reden da oft nicht so drüber, aber Männer auch nicht so wirklich. Du wolltest doch erzählen, die Story. Achso, du wolltest wahrscheinlich. Ah, ja, genau, ja. Genau. Ach, wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste, ja. Ja. Deswegen kann ich persönlich sagen, die Größe von dem Geschlecht des Mannes ist tatsächlich egal, da ich persönlich nur klitoral kommen kann. Das heißt, sollte er zu klein sein, ist auch kein Problem. Mich kann man trotzdem zu kommen zu bringen und trotzdem Spaß haben. Also ein ausgiebiges Vorspiel, wenn der dann zu klein ist oder kleiner als ein Durchschnitt oder wie auch immer, kann man ja trotzdem danach noch weitermachen und dann, dass er auch fertig machen kann. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ist es aber nicht trotzdem vom Gefühl her ein Unterschied, ob du jetzt... Also vom Gefühl natürlich, der Akt an sich ist natürlich anders, aber ich bin riesiger Fan von Toys oder ähnlichem, also ich habe damit überhaupt gar kein Problem. So, okay. Wenn er zu klein ist oder sonst irgendwas oder wenn er nicht lange durchhalten kann, das finde ich alles so überhaupt gar keinen Stress, weil man ja, wie gesagt, mit Toys auch arbeiten kann. So, wenn er halt vom Haus aus schnell kommt oder so, dann hol Spielzeug raus. Gar kein Problem. Das musst du den Männern sagen.